Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen ganz kleinen Mini-Rührkuchen und zwar mit diesen leckeren Keksen. Das ist ein Kakaogebäck mit Cremefüllung. Für den Teig führt ihr jetzt Ei, Zucker, Margarine, Milch, Mehl und Backpulver. Als nächstes braucht ihr hier diese Orion-Kekse. Das ist ein Kakaogebäck mit Cremefüllung. Die Kekse zerkleinert ihr euch etwas. Dann gebt ihr die Kekse zur Teigmasse dazu und hebt sie mit einem Löffel dann nochmal kurz unter. Dann braucht ihr eine Backform für Mini-Rührkuchen. Die fettet ihr euch ein bisschen mit Margarine ein. Ihr braucht nur eine Teigform einzufetten, weil unsere Teigmasse nur für eine Form reicht. Wenn ihr es eingefettet habt, stäubt ihr es noch etwas mit Mehl aus. Dann gebt ihr eure Teigmasse in die Form. Jetzt nehmt ihr nochmal Kekse, macht die wieder grob klein und die streut ihr dann noch oben auf den Teig drauf. Dann backt ihr den kleinen Kuchen bei 180 Grad ungefähr 30 Minuten. Ihr müsst mal gucken, so ungefähr nach 20 Minuten kann sein, dass ihr den Kuchen mit Alufolie abdecken müsst, damit er nicht zu dunkel wird. Und so sieht der kleine Mini-Rührkuchen fertig gebacken aus. Ich schneide jetzt mal ein Stück ab, damit ihr das Ganze auch mal von innen seht. Und so sieht der Kuchen dann von innen aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.